Der MX-5 ist deswegen ja ein ganz besonderes Auto, eine Art Einhorn. Und viel mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Aber Kai, fällt dir noch was zum MX-5 ein? Ja, was gibt's zum MX-5 zu sagen? Ich finde, dieser Roadster, dieses Modell hat seine sportliche Ambition bzw. seinen sportlichen Charakter nicht verloren. Hallo zusammen beim CarRanger Einblick. Heute sind wir im wunderschönen Aschaffenburg. Wie ihr seht, fehlt derzeit noch das Wichtigste, nämlich das Auto. Aber es kommt nicht nur ein Auto für euch, es kommt auch der Kai. Und der Kai hat uns heute einen wunderbaren Mazda MX-5 2.6 Gang Handschalter mitgebracht. Und den schauen wir uns jetzt im Folgenden mal zusammen an. Der Mazda MX-5 ist 1989 auf den Markt gekommen und hat den Markt der klassischen Roadster eine Renaissance beschert. Es war das erste kleine, kompakte Auto, was für jedermann erschwinglich war, um Fahrspaß für den Alltag zu bieten. Das hier ist die dritte Generation des MX-5 und wie ihr seht, er ist immer noch schön flach. Ich kann auf dem Dach lehnen. Der Anspruch des MX-5 ist also, ein Roadster für jedermann zu sein. Deswegen schauen wir uns doch jetzt mal ein bisschen das Design an. Ist es ein Roadster? Entdecken wir da die Tradition wieder? Schauen uns auch den Innenraum an. Ist das Auto für den Alltag geeignet? Und das Wichtigste, der Kai und ich schauen auch mal, wie fährt denn so ein MX-5? Ist das sportlich? Ist es vielleicht auch zu sportlich für den Alltag? Wir schauen es uns an. Was fällt uns beim Design beim MX-5 auf? Die NC-Generation, also die dritte Generation MX-5, setzt sich deutlich von den vorherigen Generationen ab. Sie hat zum Beispiel diese ausgestellten Radhäuser bekommen. Sie hat auch Xenonscheinwerfer bekommen, die deutlich dynamischer gezeichnet sind. Auch die Nebelscheinwerfer deutlich dynamischer als bei den Generationen davor, orientiert an Modellen wie dem RX-8 oder auch dem Mazda 3 aus der Zeit. Dazu kommen klassische Elemente, runde Seitenblinker wie bei allen MX-5-Modellen, der angedeutete Power Dome, auch ein ganz klassisches Element, um die Sportlichkeit zu unterstreichen, damit ihn jeder sofort als Mazda erkennt, jeden sofort als MX-5 erkennt, aber eben auch als Roadster. Was fällt uns bei der Seitenansicht vom MX-5 auf? MX-5 typisch, der Fahrer sitzt genau in der Mitte des Fahrzeuges. Das heißt, wir haben nicht nur Gewichtsverteilung von 50-50, sondern wir haben auch ein sehr zentrales Fahrgefühl, was zur Dynamik beiträgt. Wir sehen hier das Hardtop, aber das Hardtop lässt sich natürlich auch merken und dann kommt das klassische Roadster-Feeling erst zum Schein. Hallo. Ja, fühlst du dich wohl? Ich fühle mich sehr wohl. Es ist sehr komfortabel. Es geht schnell und es wird kalt. Es wird kalt, ja. Aber wir möchten unseren Zuschauern ja zeigen, was das Fahrzeug kann. Okay, sehr schön. Ansonsten, die ausgestellten Radhäuser fallen an der Stelle nochmal auf. Für typische japanische Fahrzeuge Tankdecke auf der linken Seite und auch schön die Überrollbügel in der Aluminiumoptik. Und das Verdeck geht natürlich auch wieder zu. Jetzt sind wir am Heck vom MX-5 angekommen. Was fällt als erstes ins Auge? Die Rückleuchten. Typisch MX-5 hier mit den runden Elementen, aber auch das deutlich sportlicher als beim Vorgängermodell geworden. Und hin zum neuen Generation, zum ND, wird es dann tatsächlich nochmal deutlich dynamischer. Was uns auch ins Auge fällt, ist dieser Diffusor und auch die zwei großen Endrohre. Das liegt daran, dass es sich um ein Sondermodell handelt, nämlich das Shenzhou-Sondermodell. Das klingt für uns vielleicht ein bisschen befremdlich, aber das wäre ungefähr so, wie wenn sich jemand in Japan einen Calibra als Keke Rosberg-Edition holt. Das ist für uns selbstverständlich und für die vielleicht ein bisschen befremdlich. Okay, zum Design. Hier haben wir auch noch entsprechend die dritte Bremsleuchte. Auch das wirkt Ton in Ton durch das Hardtop relativ gut. Aber schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze von innen wirkt. Was fällt uns zuallererst im Innenraum des MX-5 auf? Ins Auge stechen zuerst die Ledersitze in hellgrau, schwarz mit roten Nähten. Das ist typisch für das Shenzhou-Sondermodell. Ein MX-5-Fahrer der ersten Stunde oder auch der zweiten Generation wird sich hier sofort heimisch fühlen. Er sieht seine klassischen Instrumente, auch mit der Öldruckanzeige. Er sieht die typisch klassisch runden Lüftungsdüsen. Sein Schließsystem ist immer gleich geblieben. Die Fensterheber in der Mittelkonsole und ganz wichtig die Handbremse rechts vom Schalthebel. Das ist sehr selten und sehr MX-5 typisch. Das heißt, diese klassischen Elemente sind erhalten geblieben. Was jedoch neu ist bei der dritten Generation des MX-5, die Gimmicks, die man dazu bekommt. Dieses Auto hat zum Beispiel einen 6-fach-CD-Wechsler, eine Bose-Anlage, Sitzheizung, ein Tempomat. Durch die Bose-Anlage haben wir auch überall hier
an fast allen Stellen entsprechend Lautsprecher versteckt. Wir haben sogar extra einen AUX-Eingang dafür. Das heißt, wir sind da deutlich moderner geworden. Ich habe auch ein Multifunktionslenkrad, ich habe ein Tempomat, ich habe ein sehr, sehr voll ausgestattetes Auto. Das heißt, dieser klassische Roadster-Gedanke ist an der Stelle verloren gegangen. Was die Materialien im Innenraum angeht, haben wir einen sehr interessanten Mix. Das heißt, wir haben bei den Flächen, die ich anfasse, zum Beispiel hier die Armauflage oder auch hier bei der Mittelkonsole die Armauflage oder auch das Lenkrad, sehr, sehr hochwertige Materialien, auch für die Sitze. Bei den Stoffen, die ich allerdings nicht anfasse, zum Beispiel hier der Stahlzack, sind sie sehr, sehr einfach gehalten. Es liegt zum Teil auch daran, dass sie witterungsbeständig sein müssen. Zum Teil ist es auch den Produktionskosten geschuldet. Was dann zum Beispiel interessant ist, wenn ich hier unter das Lenkrad schaue, kann ich die Pedale sehen. Das hatte ich so auch noch nicht. Wenn ich in die Türen schaue, ich kann die Einstiegsleisten sehen, obwohl die Tür geschlossen ist. Das sind so ein paar interessante Details, die man mag oder eben auch nicht mag. Aber wie sieht es eigentlich aus der Straße aus? Ist da der klassische Roadster-Gedanke im MX-5 noch vorhanden? Die Car Ranger sind jetzt unterwegs im Mazda MX-5. Der Kai sitzt am Steuer. Der Kai ist nämlich der ausgemachte MX-5-Experte. Und bevor ich euch jetzt irgendwas Falsches erzähle, schildere ich euch mal meinen Eindruck als Passagier. Und Kai, wie fährt es sich denn so? Ja, typisch. Schön! Ganz typisch. Also mein zweites Fahrzeug habe ich mir mit 18 gekauft, war ein MX-5. Das war der NA, sprich die erste Generation mit den Klappscheinwerfern. Und ich finde, im Gegensatz zu diesem NC, man kann schon viele Parallelen natürlich erkennen. Und es ist ganz klar einfach das sehr, sehr, sehr dynamische, direkte, sportliche Fahrverhalten. Ja, also da, wo man hinlenkt, da fährt das Auto auch sehr direkt und genau hin. Das Auto ist hart und tief, aber nicht zu hart. Gerade in dieser Senshu Edition hat man ja ein Bilstein-Sportfahrwerk. Okay. Und es ist aber dennoch, finde ich, sehr alltagstauglich. Also man hat hier keine übertriebene Sportfahrwerkshärte. Und ja, alles ist am rechten Fleck. Man fühlt sich direkt wohl als MX-5-Fahrer. Auch bei den, ich nenne es mal, negativen Sachen. Zum Beispiel, das kennt jeder MX-5-Fahrer, das ist das leichte Rasseln beim Anfahren, das Ausrücklager. Es klappert einfach bei jedem MX-5. Und ich verstehe nicht, warum Mazda das bislang noch nicht in den Griff gekriegt hat. Aber, wie mein Meister damals schon gesagt hat, lass klappern. Zurück zum Auto. Typisch MX-5 auch für das Fahrverhalten ist die Mehrlenkerachse. Das bedeutet, wir haben an jedem Reifen einen eigenen Achsträger bzw. einen eigenen Querlenkeraufbau. Und was natürlich sehr, sehr positiv für dieses extrem sportliche Fahrverhalten beiträgt. Und was mir besonders jetzt bei dem Auto auffällt, ist natürlich diese, ja, gerade in der dritten Generation, diese gewollte Alltagstauglichkeit. Ja, man hat mehr, viel mehr als bei den ersten zwei Generationen, wie du auch schon gesagt hast. Früher war immer die Devise, Mazda MX-5 hat alles, was man braucht, nichts. Okay. Keine Servo, kein ABS, kein ESP, keine elektronischen Helferlein. Das war alles sehr pur und sehr rein und sehr Fahrer ausgelegt. Also man musste das Fahrzeug wirklich fahren können. Ja? Und wenn man zu viel Gas gegeben hat, es ist ja ein heckangetriebenes Fahrzeug, dann, dann ist das Heck schon mal ein bisschen ausgebrochen. Und das ist bei dem Fahrzeug bzw. bei dieser Generation halt einfach nicht mehr der Fall. Es ist sehr alltagstauglich. Ja. Ja. Wobei ich sagen muss, so vom Fahrgeräusch ist es schon eine Ecke lauter. Ja, ist eine Ecke lauter. Natürlich, wir haben zwar das Hardtop, aber auch mit dem Hardtop ist es immer noch, finde ich auch sehr laut. Wobei es dann auch bei höheren Geschwindigkeiten komischerweise nicht viel lauter wird. Also das ist eigentlich so die Standardlautstärke. Die Standardlautstärke. Wir fahren jetzt 100 übrigens. Aber daran muss man sich halt gewöhnen. Ja, dafür hat man natürlich im Sommer umso mehr Spaß, wenn das Verdeck einfach weg ist. Okay. Genau. Weißt du, wie man da verbrauchsmäßig irgendwie so hinkommt mit dem Auto? Genau. Also der Langzeitverbrauch, beziehungsweise was bei der ersten Generation der Fall war, bei der zweiten und auch bei dieser,
mit einem MX-5 verbraucht man immer 10 Liter. Ah. Egal wie man fährt, natürlich kann man den auch spritsparender fahren, aber grundsätzlich hat man immer eine 10 dran stehen. Ja, mag vielleicht auch den Motoren geschuldet sein, die ja auch immer schon sehr sportlich im Drehmoment bzw. leistungsfreudig ausgelegt waren. Drehen immer sehr hoch und das machen sie auch gerne und das können sie auch gut. Mhm. Wo wir gerade auch bei den Motoren sind, rein technisch gesehen, Panzer. Also diese Motoren sind wirklich super, es sind immer rein 4-Zylinder Benziner. Wenn man hier einfach seine Ölwechsel einhält, seine Hersteller vorgeschriebenen Intervalle einhält, dann hat man lange Spaß mit den Motoren und diese Motoren haben eigentlich keine Schwachstellen. Ja. Also es gibt nichts, was da gerne kaputt geht. Da findet man bei den Motoren eigentlich gar nichts. Also die sind wirklich extrem robust. Okay. Ja, ja. Genau, und die dritte Generation gab es ja als 1,8er, als 2 Liter und das jeweils mit 5- und 6-Gang-Handschaltgetriebe und auch mit der 6-Gang-Automatik. Genau. Wobei ich jetzt sagen muss, 6-Gang-Automatik in einem MX-5, nee, ist schon irgendwie ein bisschen deplatziert. Ich denke, da ist man mit so einem 2 Liter mit 160 PS als 6-Gang-Schalter schon am ehesten bei dem, wofür die Idee des Autos steht. Genau. Also das Fahrzeug, ich finde es nicht übermotorisiert. Ja, man kann, wenn man will, damit viel Spaß haben, sprich querfahren, ja, wenn man das denn mal möchte. Man kommt zügig vom Fleck, definitiv. Man kann überholen, aber ich finde es jetzt nicht zu übermotorisiert, zu stark, das Fahrzeug. Wie es eben auch schon angesprochen hat, dass man könnte damit driften und man kann auch diese höheren Geschwindigkeiten fahren. Plattform übrigens war ja beim ersten MX-5 und beim zweiten, ich sag mal, komplett eigenständig. Genau. Bei der dritten Generation haben sie tatsächlich auf den RX-8 zurückgegriffen. Ja. Der RX-8 ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er für seine Größe und für diese fast schon ja, limousinenartige Praktikabilität sehr, sehr dynamisch war. Glaubst du, das hat irgendwelche negativen Aspekte gehabt, hier die RX-8-Komponenten mitzunehmen? Oder also auch im Vergleich zu den Vorgängergenerationen? Oder war es halt nötig für den Komfort? Ich denke, es war für den Komfort bzw. für was der MX-5 jetzt im Endeffekt geworden ist, notwendig. Früher in den ersten beiden Generationen hatte man ja diese typische Alu-Traverse einmal unten am Fahrzeug entlang, an der dann das Getriebe befestigt war, das Differential und die Kardanwelle alles drangehangen hat, hat dem Fahrzeug damals natürlich eine extreme Stabilität gegeben. Ja, also das Fahrzeug war wirklich super stabil, da man bei Fahrzeugen mit losem Dach bzw. mit versenkbarem Dach immer das Problem mit Torsion hat, ja. Ja, dass die Fahrzeuge einfach sich gerne verbinden und somit instabil werden. Deswegen hatte man damals halt einfach die Lösung gebraucht, okay, wir bauen hier eine riesen Alu-Traverse von vorne bis hinten, ja, ins Auto und dadurch wurde es extrem stabil. Auch, ja, für schnellere, wendigere Kurvenfahrten hatte man hier ein super, super stabiles Auto. Ja. Ich denke, aus Gewichtsgründen bzw. einfach im Sinne der kompletten Überarbeitung und Modernisierung dieses Fahrzeuges wurde dann im Endeffekt darauf verzichtet. Mhm. Und ich finde es aber vom Fahrgefühl ist es der alte. Okay. Rein von der Stabilität, es ist immer noch der alte MX-5, wie man ihn sich so wünscht, wie man ihn gerne fährt. Und ja. Dann würde ich sagen, haben wir beim Fahren alles gesehen. Sogar das Rückwärtsfahren. Sogar das Rückwärtsfahren. Und dann wird es tatsächlich. Ist es unglaublich, wie tief man sitzt im Vergleich zu den anderen Autos? Das merkt man auch ganz klar beim Aussteigen. Man hat kaum den Fuß aus der Tür raus und schon ist man irgendwie in der Hocke. Wenn man fällt, fällt man tief. Wenn man fällt, fällt man tief. Also ich denke, für zu große Leute oder für Menschen mit ja, Rückenproblemen, Bandscheibenvorfällen ist es nicht. Fazit zum MX-5. Beim MX-5 gab es einen großen Sprung Richtung Alltagstauglichkeit. Das heißt, so ein bisschen was ist von diesem puristischen Roadster-Gedanken verloren gegangen. Aber das ist auch dem geschuldet, viele moderne Auflagen, was die Sicherheit angeht, was Emissionen angeht. Da ist das Auto einfach deutlich, deutlich moderner geworden und ist in dieser dritten Generation ein guter Kompromiss zwischen Alltagstauglichkeit und dem sportlichen Fahrerlebnis. Was die Bewertung vom Preis und einzelnen Eigenschaften angeht, ist es beim MX-5 ein bisschen schwierig, denn er hat nicht viel Wettbewerb. Wenn man andere Roadster vergleicht, gibt es von manchen Premium-Herstellern noch welche, die deutlich, deutlich teurer sind. Der MX-5 ist deswegen ja, ein ganz besonderes Auto, eine Art
Einhorn. Und viel mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Aber Kai, fällt dir noch was zum MX-5 ein? Ja, was gibt's zum MX-5 zu sagen? Ich finde, dieser Roadster, dieses Modell hat seine sportliche Ambition bzw. seinen sportlichen Charakter nicht verloren. Es ist, wie du schon gesagt hast, sicherer und alltagstauglicher geworden. Und rein technisch finde ich es eine absolut sportliche, elegante Lösung für Leute, die gerne mal ein bisschen spritziger unterwegs sind. Ja, und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch manchmal ein bisschen spritziger unterwegs und wir sehen uns im nächsten Video. Und wie immer gilt, wer zu spät kommt, verpasst das Beste. Ich fahr. Gerne. Ciao. Sechsgang-Handschalter mitgebracht. Und gegen das Licht kann man nicht fangen.